Hallo Spieletipps-Fans! Ihr fragt euch bestimmt, was macht der Onkel Jo hier in diesem abgefragten Hinterhof mit diesem komischen Gehäuse? Ja, das ist ganz einfach. Das ist ja das Gehäuse, das ihr euch ausgesucht habt für euren Gamer-PC. Und hier hinter mir, da residiert der Airbrusher, der das Ganze jetzt mit einem ganz, ganz offiziellen Super Skyrim-Motiv versehen wird. Schauen wir mal hin. Folgt mir! Da vorne, ich sehe ihn schon, das ist der Andi. Hallo Andi, Moment, ich stelle erstmal den Patient hier auf die Bahre. Wow. So. Hi. Servus Andi. Servus. Das ist gutes Stück. Das ist ja, komm, wir gehen mal ein bisschen näher hin. Was sagst du, wie sieht er aus? Perfekt, schön große Flächen auf jeden Fall. Geile Form. Wenn wir alles noch ein bisschen schön untermalen, denke ich mal. Also ich meine jetzt nicht mich, sondern hier das Gehäuse. Ja klar, perfekt, richtig cool. Dreh's vielleicht noch mal kurz in die Kamera und erklär mal unseren Zuschauern, was wir damit jetzt machen können, beziehungsweise was du jetzt damit machen kannst. Ich würde sagen, von der Form her auf jeden Fall, hier vorne so ein zentrales Motiv, was so richtig raussticht. Vielleicht so eine Frontansicht oder sowas. Was haben wir noch? Hier das Logo wird sich anbieten, glaube ich. Hochkant in dem Bereich. Und hier auf die andere Seite? Richtig fettes Panorama halt. Also was richtig Großes mit dem Dovahkiin, dem Skyrim-Krieger drauf, oder? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Richtig mit Hintergrund und Lichteffekte und allem drum dran. Ja. Und das kostet ungefähr 2 Millionen Euro, die der Andi sofort in Koks und Nutten investieren wird. Aber wir gucken ihm jetzt mal zu, was er dafür alles machen muss. Ja. Andi, leg los! So, jetzt habt ihr schon ein bisschen gesehen, wie Andi den PC auseinanderbaut, aber wir lassen ihn mal in Ruhe sein Werk verrichten. Andi, leg los!